Willkommen im Lusail Stadium. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Das wird ein echtes Fußballfest heute. Es ist das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Uruguay gegen die Schweiz. WM-Finale, da weiß jeder, jetzt musst du Leistung bringen. Viele da unten werden vielleicht nie wieder in so einem Spiel stehen. Das ist Chance, aber auch Belastung zugleich. Und schauen wir mal, wer besser mit dem Druck umgehen kann. Das WM-Finale läuft. Los geht's. So spielt Uruguay heute. Sergio Rocher ist im Tor. Ronald Araujo spielt mit Matthias Wiener in der Abwehr. Rodrigo Betancourt steht mit Lucas Torreira im Mittelfeld. Und Edinson Cavani spielt im Sturm mit Luis Suarez. Hier ist die Aufstellung der Schweiz. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Nico Elvedi spielt mit Manuel Akanji in der Abwehr. Granit Xhaka steht mit Remo Freuler im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Breel Embolo. Die Schweizer kommen. Uruguay jetzt. Federico Valverde. Lucas Torreira. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Suarez, das hat er geahnt. Shaqiri. Pass von Cavani. Luis Suarez, Tor, Uruguay geht in diesem Finale mit 1:0 in Führung. So, da hätten wir also das 1:0, mal sehen, wie es hier weitergeht. Cavani. Zurück zu Suarez. Um ein Haar der Doppelpack, aber schön gehalten. Ja, das war natürlich wichtig. Ist ein echter Rückhalt dieser Mannschaft. Kurz gespielt. Georgian de Arrasaeta. Ball kommt nicht durch, er macht zu. Vargas. Das sieht vielversprechend aus. Immer wieder schaut er, wo ist die Lücke? Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Renato Steffen, er macht zu. Xherdan Shaqiri. Könnte jetzt was werden. Cavani. Valverde mit dem Ball. Torreira. Sie machen das Tor. Zwei Tore jetzt die Führung. Aktuell deutet alles darauf hin, dass sie dieses Finale gewinnen. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Pausenpfiff, das war's mit der ersten Spielhälfte hier im Lusail Stadium. Nun geht's weiter. Dieses WM-Finale, Durchgang 2.
ist das der Anschlusstreffer. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer, dann haben sie den Ausgleich. Jetzt steht es hier 2:1, eine enge Kiste. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Chaka, keiner kann ihn da stoppen. Könnte der Ausgleich sein. Tor, alles offen. Klasse, wie sie hier zurückkommen. Und jetzt könnte dieses Finale natürlich kippen. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Georgian de Arrasaeta. Viel Vorwärtsdrang vorne Uruguay. Cavani. Vielleicht die Führung jetzt. Jetzt könnte Suarez abspielen. Schön abgeblockt. Suarez. Valverde. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Gutes frühes Stören. Shaqiri. Guter Vorstoß jetzt. Renato Steffen. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Freistoß Schweiz. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Freistoß kommt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Xherdan Shaqiri. Brelem Bolo. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Rodrigo Betancourt. Die Balleroberung. Brelem Bolo. Ja, da ist Platz jetzt. Toller Zweikampf. Jetzt Suarez. Da wäre Platz für einen Konter. Darwin Núñez. Guter Zweikampf. Lucas Torreira. Núñez. Valverde mit dem Ball. Da hat er durchaus Optionen. Er nimmt die Volley. Was für eine Parade und das aus dieser Distanz. Und ich glaube, das wäre es gewesen. Wahnsinn. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams. Die Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Jiménez. Tor, da ist es. Das ist die späte Führung in diesem WM-Finale. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Riesenchance! Noch können sie nicht aufatmen. Weiter geht's. Schlusspfiff in diesem WM-Finale. Der Weltmeister steht fest. Es ist ein Riesenerfolg. Sie haben Geschichte geschrieben, Fußballgeschichte. Sie reihen sich ein in die Liste der ganz Großen, der Legenden, der Weltmeister. Unfassbar. Und ich glaube, auch die Spieler begreifen erst jetzt, was sie hier erreicht haben. Man muss einfach sagen, sie sind die Besten. Da kommt aktuell keiner ran. Viele haben es versucht und sie sind alle am Ende doch gescheitert. Wahnsinn, Wolf. Bei dieser Mannschaft komme ich aus den Superlativen nicht mehr raus. Der Weltmeister wartet. Ja, auf den Pokal, Wolf. Den Titel haben sie. Den kann ihnen auch keiner mehr nehmen. Das ist ein Moment,
Den wird niemand je vergessen. Weltmeister vor den Augen der Welt. So eine Leistung. Nerven bewiesen, alles abgerufen. Es ist ein Spiel für die Ewigkeit. Also, das werden sich die Fußballfans in 50 Jahren noch erzählen. Mensch, weißt du noch, damals, WM-Finale, als die Jungs den Pokal bekommen haben, als der Jubel losbrach. Riesenbilder. Immer wieder herrlich. Da werden die Profis wieder zu Kindern, zu Fußballfans. Unfassbar. Sowas gibt es nur im Fußball. Gänsehaut pur.